Das wahre Paradies für Foodlover schlechthin. Über 200.000 Fastfood- und Dinerketten in einem einzigen Land. Und? Konntet ihr das Land schon erraten? Richtig, die Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Muss für Food-Influencer wie wir. Aber schaut euch die Preise von den Flugtickets an. Doch wie sollen wir uns das mit knapp 200 Abonnenten leisten? An dieser Stelle wirklich alle abonnieren. Deshalb dachten wir uns, wir holen Amerika nach Deutschland und machen aus dem wirklich deutschesten Gericht einen krassen Food-Trend. Der Don-Döner war geboren. Aber was braucht man für den Donut-Döner? We need a donut, which is plain, without sugar. Without the place, creating a new dinner. But here, pepper is outside? Yeah, outside we're gonna put it. But here, no pepper, only the Freunde, der erste Paket ist abgeholt. Richtig. Wir haben einen Donut mit Puderzucker geholt und einen glasierten. Es gab keinen normalen Donut, nur Donut-Teig. Deswegen müssen wir jetzt irgendwas auf Salted Caramel angelegt machen. Müssen also, wir nicht mal Marienkraft? Süß, Zucker, sauer. Viktualien machen? Wir müssen Viktualien machen, wir laufen in die falsche Richtung. Aber diese englische Konversation hat meinen Kopf ein bisschen ausgelernt. Bro, jetzt denken wir, wieso erzählt er jetzt so unnötig, so, dass er das machen will und so. Bro, ich wollte ihre Reaktion sehen, aber ich hab's nicht gecheckt. Aber hier gehen wir ein bisschen outside. Ja, da mach ich die Kamera aus bei Stachus, sonst die denken, ich bin Mr. Beast und dann kommen die ganzen Fragen nach Geld. Aber alle liken, abonnieren an dieser Stelle. Damit ich wirklich wie Mr. Beast bin. Auf jeden Fall, wir lassen uns bei Hans Kebab die Donuts befüllen und testen, ob das Ganze, ob diese Kreation krass ist. Und dann patentieren wir das Ganze. Schreibt in den Kommentaren, ob machst ihr das feiern wollt. Machst du Marktanmeldung bei Deutsche Patent? Mach Patent am direkt. 93? Alles klar. Nein, leider nicht. Sag, du bist von... Ro sagt, du bist ein YouTube-Kanal und wenn die fragt, ob wir filmen dürfen und wenn sie stört, sagt, du würdest ihre Gesichter zensieren. Nope, wir durften nicht filmen. Ja, ich habe sogar mit Pommes geholt. Ich glaube, das wird das ultimative Amerika-Erlebnis. Wir sind einfach, wir sind zu arm, um nach Amerika zu fliegen, aber wir lassen uns nicht lumpen, wir lassen uns das Ganze nicht auf uns sitzen. Wir haben Amerika nach Deutschland gebracht. Wir haben Amerika sein. Komm, wir machen uns erstmal einen Teller. Wir durften leider bei Hans Kebab noch nicht filmen, die mussten das abklären. Aber wenn die es abklären, testen wir für euch den teuersten Döner Deutschlands. Ich bin mir sicher, die werden uns filmen lassen, weil solche Influencer wie wir, die darf man nicht gehen lassen. Also. Freunde, dieser Döner-Teller, sieht man? Ist doch ein Döner-Box. Ja, Döner-Box hat 11 Euro gekostet. Heißt es Döner-Box oder Pommes-Döner? Pommes sind echt geil, muss man sagen. Auf jeden Fall sehr wild. Wir haben extra mit Pommes geholt für den ultimativen Amerika-Erlebnis, weil dort würde keiner mit Reis machen. Und jetzt holen wir den ersten Döner, den ersten Don-Döner. Jetzt wird gebastelt. Wir haben das extra aufschneiden lassen und jetzt schauen wir, wie das schmeckt. Komm, wir packen richtig fett Fleisch drauf. Zwei Gramm. Wir testen jetzt, ob wirklich der Don-Döner sich lohnt, weil jeder macht der Kron-Döner. Oh. So ein richtig übertrieben. Bro, das ist zu viel. Mach ein bisschen. Bruder, das ist zu übertreiben. Das ist Amerika. Wir müssen übertreiben. Jetzt Pommes drauf. Freunde, Amerika goes German. Let's go. Boah. Schmeckt mit dieser süße Kombi. Oh mein Gott. Boah, das ist krank. Ohne Spaß, das ist krank. Der Don-Döner. Jetzt verstehe ich, warum die Amerikaner solche krasse Kombis machen. Die sind einfach fett. Bro, egal was du mir sagen willst, das ist krank, diese Kombi mit Zucker und dieses Fleisch, diese Pommes, diese Soße und dieses fluffige Teig. Freunde, gebt euch, wie fett das Ganze ist. Es ist wie, fast wie Pastrami, aber es ist nochmal saftig, weil Pastrami ist nicht so saftig. Bei Pastrami hast du nur Fleisch. Hier hast du auch weil so. Diese Schatten, Bro, das macht eine ekelhafte Bild. Oh, aber mein Arsch brennt, ich hab dir das zu heiß. Brennt dein Arsch von Bank oder von was anderem? Digga, Freunde, ich hätte echt nicht gedacht, dass das Ding so krass schmeckt, muss ich ehrlich sagen. Also, wir hauen jetzt noch einen also wir haben zwei Donuts gekauft, den hauen wir safe auch weg. Wir haben jetzt den zweiten glazed, der ist glazed. Für Thumbnail, Bruder, das stimmt eigentlich. Ich weiß nicht, auch wenig, die aber... Sie will auch einen Donut. Okay, wir machen jetzt Thumbnail, Bruder. Sowieso, sowas, so. Warte, man muss das Fleisch sehen. Bruder, werde ich Schutz haben, das sagst du ehrlich. Du brauchst ein Bier. Was ich nicht für euch mache. Freunde, wir probieren jetzt den glasierten. Ja. Jetzt darfst du essen. Fünf. Ja, ja. Boah. Wow.
sogar glasiert. Das hittet gerade. Das hittet. Ich habe keine Worte einfach. Schau, es ist so geil, dass ich schon fett schwitze, sogar Schweiß weg. Schau hier. Warte, wir nehmen noch einen Biss. Ja. Endstufe, Mann. Das müsst ihr probieren. Schreibt in den Kommentaren, ob wir einfach einen Laden machen sollen, einen Dönerladen, einfach mit Don-Döner. Ist krass. Bestimmt, der hat 1000 Kalorien. Schreibt unten rein, ob ihr besuchen würdet, unser Laden. Wir brauchen euren Support, Friends. Aber ich muss sagen, der glasierte schmeckt nicht so krass wie der Zucker-Donut. Immer noch krass natürlich. Aber der mit Zucker, den könnt ihr holen und Fett, Fleisch reinfetzen. Wir werden, wie gesagt, einen Laden machen. Dem glasierten würde ich eine 7 von 10 geben. Aber dem Zucker-Donut würde ich eine 8,5 bis fast 9 von 10 ehrlich gesagt geben. Wirklich ein geiles Teil. Ihr müsst euch vorstellen, Salted Caramel schmeckt euch ja auch krass. Genau so eine Mischung ist es. Salzig, bisschen scharf mit den Pommes, mit diesem fluffigen Donut-Teig. Aber wisst ihr, Fleischqualität allgemein vom Laden gewesen? Fleischqualität vom Laden ist echt top, muss ich sagen. Also ist echt geil. Ich bin durch, ich schwitze schon, ich sag's ehrlich. Es war zu heftig. Donut ist alle, Bro. Ich bin durch. Wie ein Hund. Schreibt mal unten rein, hast du es auch so wie ich, Essen wegzuwerfen? Also ich bin gar nicht der Fan von Essen wegwerfen.